Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Die haben sogar ein eigenes Autoscooter-Ding. Ne? Also ihr seht, was hier los ist. Ich kann mir irgendein Auto nehmen. Ne? Any car? Any car? Which car? This? Okay. Ah, this one. Yeah, okay. Ihr seht die gerade, ich hoffe, die Musik ist nicht Copyright, aber schaut mal. Hier gibt es auch Autoscooter und ich wollte euch das mal gut zeigen. Ja? Genau, ich würde sagen, ich fahre jetzt los. Sorry, meine Kamera. Und ja, krass, Mann. Okay, let's go. Thank you, bro. Thank you, bro. Stark. Alter, sehr stark hier. Ich muss natürlich aufpassen mit den Kids hier. Geil. Ja, bitte überfahrt mich nicht. Ja, ich bin auch ganz lieb. Und ja, sehr gut. Ich fahre ordentlich. Ich stupse niemanden an oder so. Und ja. Das kennt man ja, die Dinger, ne? Geil. Heftig. Ich habe jetzt meine Familie extra nicht mitgenommen, weil ich drehen muss. Ihr kennt das Prinzip, ne? Stark. Autoscooter haben wir auch. Die Kids sind auch ziemlich nett. Die hau mich nicht weg, nur die, okay, das Mädchen auch nicht. Die sind sehr freundlich. Keiner crasht mich gerade, weil die sehen, ich drehe. Aber jetzt der Junge. Der Junge hat mich jetzt weggecrasht. Okay. So, wir machen unser Ding. Wir wollen mit niemandem in die Quere kommen. Und jetzt aber rückwärts. Kennt ihr das, wenn das so rückwärts fährt? Oh, ja, sehr stark. Eigentlich für Kinder, aber ich möchte euch ganz gerne zeigen, was hier so. Ich möchte euch ganz gerne zeigen, was hier so abgeht. Und ja, es ist ein super Hotel. Also es lohnt sich herzufahren. Für eure Kinder, für euch. Hier gibt es wirklich alles an den Ecken. Jetzt ist noch ein weiterer dazugekommen hier gerade. Sehe ich hier gerade. Ah, das Mädchen habe ich rausgeschubst aus der Ecke. Und ja. Der Kleine will nicht aufhören. Den verhau ich draußen. Ja. Okay, chill, chill, bro. Ja. Ja. Oh shit. Ich habe jetzt noch ein Auto ins Game gebracht, obwohl ich das gar nicht wollte. So, wie kommen wir jetzt vorwärts? So, wir kommen jetzt hier vorwärts. Ey! Ja. Ja. Weg hier. Nee, es ist wirklich Spaß für Familie und es ist, das Hotel ist speziell für Kinder und Familien ausgelegt. Also als Erwachsene würde ich euch das nicht so empfehlen. Doch, könnt ihr auch machen, ne, wenn ihr zu zweit herkommt als Pärchen. Boah. Aber es ist eher für die Kinder ausgelegt. Und ja. So, ich fahre mal ganz kurz auf den hier. So, einmal eine Runde und dann steigen wir auch schon aus. Ne? Also der Typ macht dann aus und wenn dann jetzt hier aus ist, dann hauen wir wieder ab. Ne? So, rückwärts einmal hier. So, und nach vorne. Let's go. Ja, geil. Die ganzen Kids sind so lustig drauf, ey, ohne Scheiß. So. So. Ja. So, wir sind gleich draußen. Das war's für die erste Runde. Thank you, thank you. Yeah, finish. Me finish. I'm working like you. Thank you. Okay. Das ist schon geil auf jeden Fall. Ne? Also Autoscooter hat jetzt gerade auch voll Spaß gemacht mit dem Kind. Man fühlt sich auch wieder wie ein Kind. Zurück in der Zeit. War lustig, war lustig. Das Ganze auch direkt hier am Pool, wie ihr seht. Und ich weiß nicht, ob ich... Ich hatte jetzt Schiss, das Ding jetzt auszuprobieren. Aber ich war ja schon mal auf dem Riesenrad. Warum nicht? Aber das kenne ich ja schon. Ne? Hier nochmal eine Ecke mit einem Riesenrad. Wir müssen uns entfernen wegen der Musik. Ich möchte keine Musik hier an der Stelle vermarkten. Wegen Copyright. Also laufen wir da erstmal mal weiter. Ja. Hi, hi, grüß dich. Nice, bro, that's nice. Yeah, no, no, I'm too big. Yeah. I just told the people in Germany what's going on. Good hotel, good hotel. Very good. Me? No, no, I'm out. Ja, heftig. Also, komm doch rein, Digga. Ich sag, nee, Mann, ich bin draußen, Alter. Auf jeden Fall. Sehr, sehr geil. Schaut euch das an. Ja. An jeder Ecke irgendwas. Hallo, hallo. How you? Ja, gut. Heftig. Nee, Musik ist zu laut. Musik ist zu laut. Hat nichts damit zu tun, dass ich Schiss habe. Ich mach das sehr gerne. Ach, guck mal hier, so Karussell für ganz kleine Kinder. Auch an der Seite. Also, die haben hier wirklich alles. Musik ist zu laut. Wir gehen hier wieder weg. Ich versuche das zu überschatten mit meiner Stimme, damit ich wirklich nicht
an die Labels zahlen muss. Musiklabels wollen immer alle Geld, das nervt so hart, Alter. Schaut mal hier, kann man auch noch hüpfen. Auch sehr, sehr geil hier. Schaut mal bitte. Ja, also, wow. Hier gibt es auch Trampolin, Alter. Wow. Stark, Alter. Also, ich habe gerade gegessen. Hier kann man sich wirklich wie ein Kind fühlen wieder. Es ist auch für Kinder. Ich glaube, das ist nicht für Erwachsene. Da gehen wir wieder runter. Aber es ist ja okay. Hat mich ja jetzt ausgehalten mit 89 Kilo. Alter, ich wiege fast 90 Kilo. Was geht hier ab? Ich muss wieder öfters trainieren. Dieses YouTube-Leben, TikTok-Leben hat mich schon etwas dick gemacht, ja. Aber gut, ich beschwere mich nicht. Und hier ein bisschen Fußball, hier ein bisschen Minigolf an den Seiten. Ja, auch sehr, sehr interessant. Wenn man dann hierher kommt, kann man hier Minigolf spielen und andere Sachen machen. Hier so ein bisschen Schach, auch interessant. An den Ecken hier. Geil. Ist das jetzt echt, Alter? Das ist echt. Ich dachte, so ein, also eine Attrappe, provisorisch. Jetzt haben die Musik ausgemacht. Jetzt müsste ich da nochmal eigentlich drehen, zur Sicherheit. Aber ich habe jetzt keine Kraft mehr, nochmal dieselbe Scheiße zu erzählen. Um das alles nochmal zu zeigen. Hier nochmal ein Kids Club. Hier gibt es einen Kids Club mit einem kleinen Spielplatz. Und Musik wahrscheinlich, ne? Musik dann auch hier. Können die Leute auch, wenn die Geburtstage haben oder sonst was, die feiern. No food, no drink steht drauf. Auch sehr, sehr interessante Ecke hier. Miniclub-Info. Every night, 20.30 Uhr. Ah ja, okay, nach Stunde ungefähr fängt das Ganze hier an. Dann kommen die ganzen Kids hierher. Ich glaube, hier gibt es auch diese Betreuer. Hier gibt es diese Betreuer, wo die Eltern ihre Kids hier weglassen. Für 2 Stunden Vorstellung mit einem Clown und alles drum und dran. Der passt auf die Kids auf. Außen sind auch so Guards, die drauf schauen, dass die Kids hier nicht abhauen. Hier an der Ecke auch so große Zäune, dass sie nicht abhauen und kann Unfug treiben. Hier wird dann gespielt, gechillt. Lichter gehen hier an und das ist schon krass. Also sehr interessant, wie die das hier machen. Damit die Eltern auch für 2 Stunden auch mal ihre Ruhe haben, kurz irgendwie was saufen gehen können. Zu zweit und nicht immer jemand muss aufpassen. Ja, ist cool. Ist cool. Das habe ich mit meiner Frau ja auch gesehen. Hier ist ein Parkplatz, hier ist alles abgesperrt. Hier kommst du nicht einfach so raus. Türkei ist wunderschön, wirklich. Also Side hat was. Ja, ja krass, Digga. Das ist schon krass. Beinahe schade, dass ich wieder nach Berlin komme zum Alltag. Verstehen wir uns nicht falsch, ich liebe Deutschland, ich liebe Berlin. Aber der Alltag geht mir manchmal auf den Sack. Unterwegs sein, Videos drehen. Dann dieses, in Deutschland ist halt dieses, ich weiß nicht, was das ist, aber es ist diese negative Energie. Täglich, wenn du da rauskommst, kämpfst du erstmal gegen die Menschen, mental. Dann kämpfst du gegen den Verkehr und du kämpfst gegen die Negativität der Menschen, die Einstellung. Ich glaube somit, dass Deutschland einer der negativsten Länder ist. Es ist sehr, sehr wohlhabend. Es ist sehr, sehr sicher. Aber es ist am negativsten. Weil sie kennen nur positiv, sie kennen nur alles, sie haben alles. Und die versuchen dann nicht nach vorne zu schauen, sondern die gucken immer zurück. Oder sagen, ach, die heulen dann rum wie so Karens. Meckern. Sehr viele deutsche Menschen meckern nur rum in ihrem Leben. Und dann wundern sie sich, warum die alleine sind. Ne? Ohne Kinder, ohne Enkel. Sehr viele von ihnen sind alleine. Ja, und das wollte ich hier einfach nur mal erwähnen. Die Leute haben hier etwas weniger. Die Leute arbeiten zum Teil für 500 Euro hier im Monat, aber sind sehr, sehr happy. Das heißt, Deutschland muss da noch eine Menge lernen, in der Sache vor allem. So, guck ich mal die Blumen an den Seiten. Wow, also das ist schon was hier. Und zum Glück ist jetzt die Musik aus. Hier kann ich euch nochmal alles in Ruhe zeigen. Das ist heftig, Bruder. Ein erwachsener Mann sitzt da drin. Mit seinem Kind, ja. Das ist schon krass hier, auf jeden Fall. Jetzt kommen so langsam die anderen raus, die hier mitmachen wollen. Nach dem Essen kommen alle raus, um sich hier zu vergnügen. Ja, direkt an der Poolanlage. Die Poolanlage habe ich euch auch schon gezeigt. Und da hinten, dieses Ausgang, da geht es wieder so zum Strand raus, ja. Ja, super schöne Ambiente, wirklich super schön hier. Mit dem Riesenrad könnte ich jetzt auch fahren, weil da keine Musik mehr ist, ne? No Music? Perfekt. Problem. Perfekt, perfekt. Okay, vor Video perfekt. Ja. Okay, tamam. Ja, perfekt. Tamam. Okay. Okay. One minute, no problem. Okay, ja. Yeah? Okay. 1 minute. Okay, then, boss. Oh, thank you. Okay, boss. Er sagt zu mir, Boss. Okay. This is okay. Eine Runde.
3 rounds and then I go. Okay, chef, okay. Er ist der Beste. Okay. Er ist der Beste, Bruder. Ja. Mini-Riesenrad, sozusagen. Er meinte, ich bin der Chef und das ist kein Problem. Ja, sieht okay aus. Von hier aus sieht man das Hotel zum Beispiel. Und den Strand. Es ist jetzt zwar nicht so hoch, wir sind jetzt gerade am höchsten Punkt, aber es ist dennoch sehr unterhaltsam für die Kinder. Ne? Und ihr seht gerade, der hat mich jetzt oben angehalten. Interessante Aussicht auf jeden Fall auf die Poolanlage. Da hinten die Riesenrutsche. Hier machen die Kids und Eltern Fotos. Es ist ein Familienresort. Ja? Also es ist kein Adult-Resort, wo Erwachsene hingehen. Nochmal ganz kurz. Wenn ihr Lust habt auf so eine Art Hotel, dann kommt ihr mit Familie hier sehr, sehr weit. Weil die Kinder sind glücklich, ihr seid glücklich. Das nenne ich so einen richtigen Familienurlaub. Das wäre für euch ein richtiger Familienurlaub. Wie gesagt, dieses Hotel in der Türkei habe ich so noch nie gesehen gehabt. Es ist selten, wirklich sehr, sehr selten. Shisha für Erwachsene, Karussell für Kinder. Ja, was ihr wollt, Rutschen. 9 bis 12 Pools. Abendessen, Mittagessen, Frühstück. Zwischendurch 24/7 Snack. Nachts, Mitternachtssnacks bis zu 7 Uhr morgens. Also die Qualität des Essens ist sehr gut. Ja? Also jetzt nicht sehr, sehr, sehr gut, dreimal sehr, aber es ist gut. Ja? Finish, brother. I'm old man, ich gehe raus. Ja? Danke. I'm working like you working. Okay, you know? Okay. Yeah. Okay. Thank you very much, brother. Thank you very much. Okay, danke. Gut. Okay, alles Gute, ja? Gut. Ciao. Also, geh mal weg jetzt. Bye. Danke. Geiler Typ. Sehr, sehr nette Menschen. Vielleicht gehen wir da nochmal hin, ganz kurz. Ja, es ist ein kleines Ding so. Ist jetzt kein super Riesenrad, aber es ist okay so. Ne? Ja, heftiger Typ. Da hinten an der Poolbar. Und jetzt kommen wir hier nochmal zurück zum Scooter. Autoscooter. Ja? Ist schon interessant hier auf jeden Fall. Jetzt wollte ich es nochmal ganz kurz gezeigt haben, ohne Musik. Ne? Falls ein Copy-Strike kommt, habe ich erstmal die Musik ausgeschaltet. Ja? Stark, sehr stark. Also Autoscooter für Kinder, das ist schon krass. Ja. Die Fläche ist zwar etwas kleiner, aber trotzdem sehr interessant. Ne? Ja, es ist schön, mir fehlen die Worte. Dieses Hotel hat was, wirklich. Hätte ich jetzt nicht gedacht, ne? Dass das so aussieht irgendwann. Eine Bar nochmal an der Ecke, hier gibt es auch nochmal eine Bar zum Chillen, zum Trinken. Die Poolanlage ist jetzt schon geschlossen. Man kann trotzdem schwimmen. Da gibt es auch an der Seite Schilder, wo sie beschreiben, Poolbenutzung ist jetzt auf eigene Gefahr, eigenes Risiko, weil du bist nur versichert bis 20 Uhr. Das heißt, jetzt gleich in 10 Minuten, wir haben 19.50 Uhr, jetzt in 10 Minuten gibt es keine Versicherung mehr für dich. Das heißt, sollte dir was passieren, zahlst du selber ab 20 Uhr. Unter 20 Uhr bist du hier versichert, am Hotel sogar entlang, ja? Also vom Hotel selber. Das bedeutet, dass du einfach mal, wenn dir was passiert, dass die schnell reagieren und du musst dann hinterher nichts mehr zahlen. Ambulanz und Co., die fahren dich ins Krankenhaus, ein Helikopter kann hier sogar landen. Aber das auch, wenn du über 20 Uhr dich verletzen tust, helfen die dir auch, klar. Die kommen dann auch und helfen dir. Aber du musst dann auch ein hübsches Sümmchen zahlen. Erinnert mich so ein bisschen an die USA, dann bist du ja nicht mehr versichert. Das heißt ja so viel wie, wenn du dich verletzen solltest nach 20 Uhr, dein Kind oder sollte dir oder deinem Kind was zustoßen, dann musst du das Krankenhaus, den Aufenthalt und den Helikopter selbst bezahlen. Und das schon Abfuck. Das können mehrere tausend Euro werden. Hoch bis zu Zehntausenden von Euro. So ein Helikopter, wenn der mal steigt und kommt, dann die Ambulanz, wenn du zum Beispiel den Bein gebrochen hast oder einen Arm, das muss natürlich schnell behandelt werden. Da willst du nicht bis nach Deutschland warten oder sonst woher du kommst. Das könnte in die Zehntausende Höhe gehen und das möchtest du nicht. Ich meine, ich glaube, das möchte keiner. Also immer schön bis 20 Uhr bleiben und dann raus. Ihr seht ja kein einziger Schwanz gerade hier drin. Doch, da sind einige drin, aber auf eigene Gefahr sozusagen. Ne? Schaut euch das an. Ja. Man kann doch rein. Ich bin ja auch gestern drin gewesen. Mir ist es egal, ich mache ja nichts. Ich spring ja nicht von den Kanten oder mach da irgendwie was. Ne? Also, das war's. Ein weiteres Video geht zu Ende. Ich bin durch. Ja? Danke euch fürs Zugucken. Grüße aus
Royal Alhambra Palace. Ja? Also es ist wirklich ein Palast. Und es ist wirklich sehr, sehr cool hier. Mir gefällt das auf jeden Fall. Ich gehe zurück zu meiner Familie ins Hotel, auf ein Zimmer und dann sehen wir uns nachher nochmal. Im neuen Video, was auch immer, morgen, übermorgen. Ich bringe ja jeden Tag mindestens 2. Danke fürs Zugucken. Six, all in the mix. Daumen nach oben, abonnieren, aktivieren, kommentieren und wir hören uns. Grüße aus der Türkei. Siri, man of God, aus dem Royal. Ach, der Name ist so schwer. Ich bin schon seit einer Woche hier und ich kann es immer noch nicht. Royal Alhambra Palace. Ja, es sind 3 Sachen auf einmal. Aber gut, so ist das normal. Tschüss und Grüße aus der Türkei. Haut rein.